Okay, heute machen wir weiter mit Verschlüsselungsverfahren. Wir haben ja bislang nur Verschlüsselungsverfahren kennengelernt, die nicht besonders sicher waren. Natürlich ist ein Verschlüsselungsverfahren, das nicht besonders sicher ist, kein gutes Verschlüsselungsverfahren. Ne? Also wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen Internetbanking machen, dann würden Sie sich nur ungern auf beispielsweise die Cäsar-Verschlüsselung verlassen wollen. Ja? Weil jeder Hinz und Kunz die Informationen, die von A nach B geschickt werden, also von Alice nach Bob beispielsweise, ja? Weil jeder Hinz und Kunz die entschlüsseln könnte, indem er einfach alle 25 sinnvollen Schlüssel ausprobiert. Das nennt man auch Brute Force bzw. rohe Gewalt. Ich brauche gar nicht besonders intelligent sein, um diesen Geheimtext zu knacken. Ich brauche einfach nur ein schnelles Rechengerät und dann probiere ich einfach alle Möglichkeiten durch und schaue, welches sinnvoll. Das wäre eine Möglichkeit. Auch das Visionär-Verfahren ist nicht besonders gut, weil man mittlerweile Verfahren hat, statistische Verfahren und so weiter, um insbesondere auch mit der Buchstabenhäufigkeit und ähnlichen bestimmte Dinge, bestimmte strukturelle Eigenschaften zu ermitteln, um dann letztlich die Botschaft zu entschlüsseln. So, also, wir haben ein Problem. Ja, wir haben Alice, wir haben Bob. Alice will Bob eine Nachricht schicken und es gibt kein sicheres Verfahren. Also wenn Christian in der Mitte sitzt und abgreift, dann hat er die Möglichkeit, die Botschaft zu entschlüsseln, beispielsweise mit Brute Force. So. Das heißt, der Bedarf an sicheren Verschlüsselungsverfahren ist groß. Das ist nicht erst seit man im Internet Banking macht, sondern das ist schon früher so gewesen. Ne? Krieg. Da will man irgendwie einer irgendwo stationierten Armee eine Information zukommen lassen und der Feind soll die nicht abgreifen. Ja, so. Also, wir haben das Problem, von A nach B soll eine Botschaft kommen, die soll verschlüsselt sein, jemand, der in der Mitte ist, soll diese Botschaft nicht abgreifen können. Es gibt noch ein weiteres Problem der bisherigen Verfahren, beispielsweise der Cäsar-Verschlüsselung. Alice und Bob müssen den Schlüssel kennen. Sie brauchen beide den Schlüssel. Ja? Bei der Cäsar-Verschlüsselung ist es derselbe. Wenn während Alice zum Beispiel K auf den Schlüssel drauf, auf die Nachricht drauf addiert, muss Bob K abziehen und beide müssen K kennen. Ja? Gestern haben wir eine Möglichkeit kennengelernt, okay, man muss nicht unbedingt K abziehen, man kann auch 26 minus K drauf addieren. Also, aber trotzdem lässt sich dieser Schlüssel natürlich leicht aus K berechnen. Ja? Das heißt, beide brauchen letztlich denselben Schlüssel. So. Angenommen, Alice will Bob was verschlüsseln. Wie übermittelt Alice den Schlüssel an Bob? Ja? Naja, okay, sie hat die Möglichkeit hinzulaufen und ihm zu geben. Aber dann kann sie ihm auch gleich die Nachricht geben. Ja? Oder sie kann ihn verschlüsselt schicken. Okay, aber dazu brauchen Alice und Bob wieder denselben Schlüssel. Ja? Also das Problem ist bei diesen symmetrischen Verschlüsselungsverfahren, dass beide Parteien denselben Schlüssel haben. Oder wie haben Sie gestern gesagt, Rückverschlüsselungsschlüssel, also der Entschlüsselungsschlüssel, letztlich aus dem Verschlüsselungsschlüssel relativ leicht zu berechnen ist. So, weiteres Problem, ja, der Austausch der Schlüssel. Dieses Problem oder vielmehr beide Probleme löst, ich muss jetzt immer vorsichtig formulieren, vermutlich mit ziemlich großer Sicherheit, ein Verfahren, das heutzutage im Internet gängig als Verschlüsselungsverfahren eingesetzt wird. Das sogenannte RSA-Verfahren. RSA, das ist ein Algorithmus, der wurde benannt nach den Nachnamen der drei Erfinder, Rivers, Shamir und Edelman. Hießen sie, glaube ich, kurz nachgucken, genau. Die haben das Verfahren entwickelt und um das Verfahren zu verstehen, braucht man jede Menge Zahlentheorie. Wir sind jetzt an der Stelle, wo wir dieses Verfahren verstehen können. Ja? Und deswegen werden wir uns heute mit dem RSA-Verfahren befassen. Also das RSA-Verfahren löst zwei Probleme. Erstens, man kann es mit den heute gängigen Mitteln und Verfahren
nicht in annehmbarer Zeit mit Brute Force, mit roher Gewalt knacken. Ja, sie bräuchten Milliarden von Jahren, um den Schlüssel rauszukriegen bei einer verschlüsselten Nachricht. Gesundheit. Also Brute Force ist nicht möglich, denkt man heute mit ziemlich großer Sicherheit oder mit einigermaßen großer Sicherheit. Und es muss der Schlüssel muss nicht beiden Parteien bekannt sein. Also beide Parteien kennen nicht denselben Schlüssel, sondern es gibt einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Folgendermaßen funktioniert das. Also, ich bin Alice. Ja? Ich möchte, dass mir etwas verschlüsselt wird. Also ich möchte, dass Bob mir eine verschlüsselte Nachricht zuschicken kann. Dann gebe ich Bob den öffentlichen Schlüssel. Und ich gebe auch Ihnen meinen öffentlichen Schlüssel und Ihnen und Ihnen und Ihnen. Jeder auf der Welt kann meinen öffentlichen Schlüssel haben, den stelle ich ins Internet, frei verfügbar. Wenn Sie mir eine Nachricht schicken wollen, verschlüsseln Sie die Nachricht mit meinem öffentlichen Schlüssel. Den kann jeder haben. Völlig ungeheimnisvoll. Jetzt schicken Sie mir die verschlüsselte Nachricht. Ich besitze einen privaten Schlüssel. Den habe ich vorher niemandem gegeben. Den habe ich schön für mich behalten. Nur mit diesem privaten Schlüssel kann ich die Botschaft entschlüsseln. Niemand außer mir kann die Botschaft entschlüsseln, weil niemand außer mir diesen privaten Schlüssel hat. Jeder kann mir eine Botschaft verschlüsseln, aber niemand kann sie entschlüsseln außer mir. Man braucht dazu den privaten Schlüssel. Und das Entscheidende ist jetzt, aus dem öffentlichen Schlüssel kann man den privaten nicht herleiten. Nicht mit roher Gewalt. Und es gibt bislang kein Verfahren, mit dem man das schnell machen könnte. Okay, das heißt, ich habe einen privaten Schlüssel, mit dem ich die Nachrichten entschlüssele. Deswegen spricht man auch von einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren oder asymmetrischen Kryptoverfahren, weil der Verschlüsseler, der die Botschaft kodiert, entkryptet, einen anderen Schlüssel hat als derjenige, der sie entschlüsselt. So, also, wie funktioniert es jetzt im Detail? Das gucken wir uns mal an. RSA. So,